Oh, gehen die mir auf den Sack. She's done it. Well done. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. Ne, hier bin ich falsch. Oh, jetzt müssen wir bloß noch eine Rune finden. Frage ist bloß, wo? Wir haben hier eine Tür, durch die wir nicht kommen. Hier gibt's keinen Gang. Irgendwas mit Blickwinkel ist es bestimmt auch nicht. Vielleicht von hier unten? Die war gerade noch nicht da. Egal. Her torch is going out. No, it's not. Get one else. She hasn't got much time. Burn out. She's too slow. It's not going to burn out. The darkness will come again. Ach, da. Do you feel it? Nö. The beast is crawling into your mind, searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only five. They told me she escaped the darkness. That she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? We'll have to go through. Our mother doesn't exist. Where is her mother? It's just another trick. Don't go towards her. Stupid girl. It's a trap. The beast is coming. Stupid baby. Run away from me. Ich renne. Ah. Lauf gerade, Mädel. Jetzt ist der Kopfmatsch. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zinbel while you pined for Dillion. Do you remember that darkness, Senua? The beast is bringing it back. Is alle. Mother. Why did you leave me? This darkness.
spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. Den dunklen Weg, den hellen Weg. Oder hier bleiben und auf ewig glücklich mit der Fackel sein. In den Weg. Spring! Ich habe bei Minecraft das Problem, dass ich nicht hoch sein kann. Weil ich dann Höhenangst kriege. In dem Spiel ist mir das so... Oh ja, geht. Obwohl es so unheimlich reell sein will. Die Felskante unten sieht komisch aus. Ist zu gerade. Ah, hier ist wieder die Wahnsinnsflecken. Da hinten schon die ohne Leuchten sehen. Links. Hallo. Hallo, Runbert. Ich komme hier nicht weg. Ausweichen ist die Taste. Ich find's unfair, dass der sich währenddessen trotzdem noch so schnell bewegt.
mirror focus is building. It's building. Alter! Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf! Au! Am Arsch! Boah! Danke dir! Sorry, Meter! Geh zurück! Au. Das gibt's doch nicht. Du sollst ausweichen. Alter. Willst mich doch verarschen. So, ach ja. Fokus. Leuchtet jetzt hier drüben irgendwo die Rune hin? Gefunden! Ja, innen her, rennen hier. So, gute Frage, was ist hier hinten? Wir sollten hier durchrennen, aus irgendeinem Grund. Irgendwas. Erkunden wird nicht belohnt. Why doesn't she learn? Until she learns. She doesn't understand. Now the darkness has Dillian's soul. And it will take it. Ja, den willst du nicht nehmen. She can search and search, but she will never find it. She's let the darkness in. It's the end. Darkness will take her like it took her mother. She can't resist. Pointless even trying to retrieve it. She's lost. Where is she going? She's got to go deeper to find the head. Deeper towards the darkness. The beast is there. The beast is lowering her deeper, deeper into the darkness. Deep, deep down. The beast has the head. She will be trapped. The beast has the head and he's using it. Oh. Once she gets down there, she'll never come out. It's luring her down. The darkness will take her like it took her mother.
Licht. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Cool. Auch will. Vögel verstehen. Da bin ich ganz gut zu Vögeln. Okay. Müssen wir das irgendwie hier durchschlängeln? Das wird ja eine Aktion. Komm. Hier, nimm das Feuer. Ich glaube, das wird nichts. Leg sie doch einfach hier hin. Ne, sobald wir ans Wasser rangehen, geht die Fackel aus. Auf der anderen Seite gibt's Licht, oder? Sieht halt so aus, als müsste ich hier genau durch. Aus. Ich weiß, da. Aber da fiel das andere Teil. Ganz ehrlich, die Rätsel sind manchmal echt hacke gestellt. Irgendwie wieder zurück. Hier ist ja noch ein Weg. Echt jetzt, das ist die Lösung. Einfach bloß einen anderen Weg finden. Danke für das Pat. What's she doing? She's lighting a torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. Ähä. Gesehen, wie es funktioniert. What's she thinking? Where is she going to get there? We will find. Dann hoffen wir mal, dass wir schnell genug sind. Ja, das ist das Schnellste, was wir haben. So, da hinten ist die Tür. Keep going, keep going, keep going, keep going. Warum macht sie die Brücken nicht immer so auf? Ja, viel einfacher. Faster, faster, keep going, keep going. What is she doing? Stop, stop, keep going. Don't be at a moment. Follow you.
Feuer! Ich habe Feuer gemacht! Gewonnen. Der sie jetzt nicht genommen? Doch, oder? So. Auf mit der blöden Tür. Dillian. She can't help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Laba, laba, laba. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should eat the heart itself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild the Valkyrie. Ja, finden wir mal Brynhild. Nee, keine Lust. So. Ich mache hier erstmal eine kurze Pause. Bis gleich auf YouTube. Tschüss.